Ja, von meiner Seite ein wunderschöner guten Morgen. Schön, euch zu sehen und schön, gemeinsam Gott anzubeten. Ich weiß nicht, wie weit es Gott in deinem Leben präsent ist. Wir wünschen uns immer ganz, ganz stark, wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir spüren, der Herr ist da. Und er freut sich im Lobpreis. Und wir möchten ihm die Ehre geben und seinen Namen erheben. Aber da draußen sind einige Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, der Saal ist voll. Wunderbar. Ich freue mich auch über die Familie, die ich sehe, die junge, neue Familie, die Kinder bekommen habe, die heute Morgen hier sind und sagen, wir möchten unser Kind gern segnen lassen im Gottesdienst. Es ist schön zu sehen, wenn junge Paare Kinder bekommen und sagen, uns ist wichtig, dass der Glaube was Zentrales ist in unserer Familie und wir möchten, dass Gott dieses Kind segnet und seinen Lebensweg wirklich leitet und seine Hand über dieses Kind hält. Von daher, ich freue mich auch über diesen Sonntag, ja, wo man einfach 4 Kinder auch segnen dürfen, wunderschön. Wir wissen alle, dass das Leben oftmals nicht so einfach läuft. Das Leben ist sehr komplex geworden. Und mit einfacher Antwort können wir uns oftmals nicht abgeben. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, Gott, ich komme mit meiner Weisheit manchmal an Grenze. Du hast Weisheit, du hast Wahrheit, wirk du rein in unsere Liebe. Wir träumen von heile Familie. Vielleicht träumt ihr auch noch von heile Familie. Heile Familie, wo einfach alles passt. Und merke, dieser Traum ist manchmal so weit weg von der Realität. Möge unsere Familie funktionieren. Möge wir als Eltern rücksichtsvoll mit unseren Kindern umgehen. Wir wünschen uns Eltern, die unglaublich viel Verständnis haben für ihre Kinder. Und dann merke ich selber oftmals, wie schnell ich mit meinem Verständnis an Grenze komme. Die Dinge anders sehen und manchmal auch etwas ungehalten wird. Gestern Abend habe ich wieder sowas erlebt. Ich habe eine Tochter noch abholen sollen und sie wusste nicht genau, wo sie ist und ich auch nicht. Wie findet man jemanden, wer dann nicht weiß, wo er ist und wenn man selber auch nicht weiß, wo er genau ist und man fährt rum und sucht und dann komme ich an Grenze, dann ärgere ich mich darüber. Ja, und dann brauche ich manchmal irgendwo auch wieder Ruhe und sage, boah, fahr mal wieder runter. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Auch wenn es Samstagabend ist und ich eigentlich nicht mehr los wollte. Die perfekte Familie. Mir ist da was eingefallen, ein Bild oder eine Serie. Und ich weiß, alle, die Eltern sind wie ich, die kennen diese Serie. Und die, was gleich alt sind wie ich, die kennen auch diese Serie. Und vielleicht ein paar Jüngere kennen diese Serie auch noch. Die perfekte Familie, die Serie Unsere kleine Farm. Jawohl. Was für ein Traum. Immer ein verständnisvoller Vater, Charles Ingalls. Das ist ein Vater, unglaublich. Der nimmt sich immer Zeit für seine Kinder. Der macht die schwierigste Arbeit. Kommt irgendein Kind, hat eine Frage. Der Vater nimmt sich Zeit, er hört zu, der setzt sich hin. Und ich sehe das und wow, was für ein Vater. Und dann die allgegenwärtige Liebe der Mutter Caroline. Wer kann sich an sie erinnern? Die nächtelang durcharbeitet, um noch irgendein Kleid fertig zu machen, die sich total selbst vergisst und alles für ihre Familie tut. Und dann, sie vertraut ihrem Ehemann. Sein Wort ist das geliebte Gesetz in der Familie. Sie hält sich an ihm fest und sie himmelt ihren Mann an. Und er weiß immer ganz genau, was zu tun ist. Und er tut immer das Richtige. Der tut wirklich immer das Richtige. Und dann erst die Kinder. Neugierig, abenteuerlustig und immer folgsam. Wenn sie irgendwas machen, dann kommt das schlechte Gewissen, dann kommen sie heim und ja, und sie können es fast nicht mehr aushalten und bevor sie ins Bett gehen, müssen sie noch darüber reden, damit wieder die Welt heil ist. Und ich, wow, was für eine Familie. Und wenn wir dann in der Schweiz sind, in so einer Berghütte oder Berghaus, dann nehmen wir immer unsere kleine Farm mit. Und dann hocken wir uns abends hin und schauen mal unsere kleine Farm an und freuen uns, wie heil doch so eine Familie sein kann in dieser nicht so heilen Welt, in dieser kaputten Welt. Und dann zu Hause sagte ich mal zu einer Tochter, erinnere dich doch mal wieder an unsere kleine Farm. Und dann sagt sie zu mir, Papa, ich bin nicht Laura. Okay, alles klar. Wir brauchen nicht den Traum von einer heilen Familie, sondern wir brauchen Anleitung. Wie können wir unsere Familie schützen und unsere Familie zu was Wertvollem machen? Weil diesen Traum von heile Familie, den werden wir sehr wahrscheinlich nie erreichen.
Heute geht es darum, um die Kraft gesunder Ehe. Wir sind momentan in der Predigtreihe über den Epheserbrief und wir beschäftigen uns mit ganz, ganz vielen Themen und heute geht es eben um gesunde Ehe. Augenblick. Ich bin jetzt knappe 25 Jahre verheiratet und als wir die Themen verteilt haben, war ich dazu da, über diese Predigt zu reden. Dann habe ich gedacht, warum eigentlich ich? Warum soll ich über Ehe reden? Klar, ich bin jetzt lang verheiratet und trotzdem bin ich noch ziemlich eigensinnig, immer noch ein selbstzentrierter Mann. Ich bin immer noch einer, der schlecht zuhören kann. Immer noch. Ich kann mich erinnern, ich bin mit Kind im Auto am Kindergarten vorbeigefahren, obwohl ich das Kind im Kindergarten abgeben hätte sollen. Weil ich so mit meinen Gedanken schon in der Arbeit war, dass ich mein Kind hinter vergessen habe. Das passiert. Ich bin nicht dieser perfekte Ehemann, ich bin auch nicht dieser perfekte Vater. Ich bin oftmals so mit meiner eigenen Welt beschäftigt, mit dem, was mich beschäftigt, mit meiner Aufgabe. Von daher, warum soll gerade ich über dieses Thema heute reden? Ich träume immer noch davon, ein Vater und Ehemann zu sein wie Charles Ingalls. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann erreichen wird. Und meine Frau, die ist trotzdem mit mir zusammen. Sie hält es aus. Respekt, Ines. Und dann kam mir so die Idee, wenn wir heute über Ehe nachdenken oder über unsere Beziehungen, nicht alle sind verheiratet. Ich weiß, es gibt auch Singles hier, es gibt auch Witwen und Witwer. Und trotzdem, wenn wir so über unsere Beziehungen nachdenken, kam mir so die Überlegung, wir könnten unsere Beziehungen ja mal mit Hundehaltung vergleichen. Mit einer Hundehaltung. Ich habe gedacht, das sind ganz, ganz passende Bilder eigentlich. Also wenn du nicht verheiratet bist, dann überleg dir einfach eine Ehe, die du kennst und überleg dir, welches Bild wird zu dieser Ehe passen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle mit diesem Thema beschäftigen, denn gesunde Ehe, davon profitieren wir alle. Also, ich habe ein paar Bilder von Hunden. Das erste Bild. Hund etwas gelangweilt in seiner Hütte. Wer könnte sich mit so einem Bild identifizieren? Das zweite Bild. Hund in seinem Käfig, in seinem Zwinger. Auch das kann irgendwann passieren, dass man sich in einer Ehe fühlt, wie in einem Zwinger. Ihr vermutet schon, was folgende Bilder noch kommen. Hund an der Kette. Also er hat noch Auslauf, etwas Auslauf, aber er wird an der Kette gehalten. Manche Ehe-Teilnehmer fühlen sich vielleicht wie dieser Hund. Dann ein Hund, der macht's Männchen. Der ist gut dressiert. Der weiß, was er zu tun hat. Fehlt nicht nur der Mann, sondern auch die Frau. Dressierter Hund. Dann das nächste Bild. Zwei, die Kämpfe. Wer ist der Stärkere? Hund, der im Streit ist, der im Kampf ist. Vielleicht gibt es Leute, die das gerade auch in ihrer Ehe genau so erleben. So ein Kampf. Viele kennen das von uns. Das passiert immer mal wieder. Ja. Zweites Bild. Ein Hund, der schaut in die Ferne. Sehnsucht. Sehnsucht nach heiler Welt, nach Ingalls. Keine Ahnung nach was. Der Hund, der sich sehnt, vielleicht auch nach einem Partner oder nach jemandem, der weit weg ist momentan, der zu einem gehört. Und das letzte Bild, das fand ich cool, zwei, die gemeinsam unterwegs sind, die den gleichen Weg rennen, die sich freuen am Leben gemeinsam zu teilen. Ich weiß nicht, welches Bild von all diesen Bildern momentan deine Ehe symbolisiert. Sag, uns geht es momentan so. Und wenn ihr nach dem Gottesdienst zusammen darüber redet, bin ich gespannt, ob ihr die gleiche Wahrnehmung habt als Ehepaar oder ob es der Mann anders wahrnimmt wie die Frau. Kommt nach dem Gottesdienst einfach mal ins Gespräch als Ehepaar miteinander. Was sagt uns eben dieser Epheserbrief über gesunde Beziehungen? Und wenn wir diesen Text lesen, der für diesen Gottesdienst vorbereitet ist, dann regt sich etwas in uns. Dieser Text, der scheint sogar vielleicht etwas aus der Zeit gefallen zu sein, nämlich ganz realistisch zu sein für unsere Zeit. Dieser Text, er provoziert uns vielleicht sogar. Beide, euch Frauen, wie auch euch Männer. Ich habe gedacht, wo ich den Text gesehen habe, klar, der wird so oft auch an Hochzeiten genommen, um Predigte zu halten. Aber vielleicht ist es gut, auch mal im Rahmen von Gottesdienst sich über Ehe und Familie einfach mal Gedanken zu machen. Und wie gesagt, wenn du nicht verheiratet bist, dann denk über Familie nach, die du unterstützen könntest
und denen was Gutes tun, weil wir profitieren alle davon eben von gesunder und heile Ehe. Ich lese den ersten Teil vom ersten Vers in Epheser 5, Vers 22 und dieser erste Teil, der ist noch an alle gerichtet. Ob verheiratet, nicht verheiratet, Mann, Frau, an alle gerichtet. Ordnet euch einander unter und tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Alle sind betroffen, jeder von uns. Niemand ein geistlicher Überflieger, niemand, der denkt, er weiß mehr, er kann mehr. Nein, jeder soll sich unterordnen mit den Gaben und Fähigkeiten, die er hat. So funktioniert Gemeinde. Jeder bringt sich rein, jeder dient, niemand denkt, er steht über den anderen. Also dieser Vers ist für alle, es ist eine Basis, damit Gemeindeleben funktionieren kann. Und der zweite Teil, der richtet sich nun an die verheiratete Frau. Er richtet sich nicht grundsätzlich an alle Frauen, er richtet sich an verheiratete Frauen innerhalb der Gemeinde. Er richtet sich eben nicht an euch Männer. Die Männer verwenden oftmals diesen Text, um ihrer Frau zu sagen, was sie zu tun habe. Aber so ist nicht gedacht. Dieser Text wendet sich an die Frau und der Rest dieses Textes, ein Großteil, wendet sich dann an die Männer. Also, jetzt an die Frau, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Dieser Vers hat Zündstoff. Da jeder Mensch, Mann wie Frau, gleichwertig und frei sind in unserer Gesellschaft. Unterordnung, das klingt nach Unterwerfung. Der Mann als der Machthaber, die Ehefrau, die ihre Ehe zu gehorchen hat. Und es ist ein Modell, das in vielen Kulturen genauso heute noch gepflegt wird. Ich weiß nicht, wer es letzte Woche mitbekommen hat, ich habe eine Nachricht angeschaut und habe gehört, Afghanistan, die Taliban, die versuchen, die Frau wieder einzuengen, indem es wieder ganz klare Kleidungsvorschriften gibt und die Frau ihren Kopf verschleiern müsse und sogar wieder eine Burka tragen müsse. Wer dem nicht nachkommt, dieser neuen Anordnung, diese Frau werde gedemütigt, manche werde geschlagen, gefoltert und eingesperrt. Dieses alte Modell, die Frau wird unterdrückt, ist nicht das Modell in unserer Gesellschaft. Keine Frau in unserer Gesellschaft muss gegen ihren Willen gehorchen. Keine Frau. Halleluja. Wir leben in einer freien Welt. Jede Frau hat das gleiche Recht wie der Mann in unserer Gesellschaft. Und wer das nicht akzeptieren möchte in unserer Gesellschaft, der kann gehen. Das gehört zu unserem Staat dazu. Alle Menschen, Mann wie Frau, sind gleich vor Gesetz und haben die gleichen Rechte. Eine Frau, die kann anziehen, was sie möchte. Sie kann sich aufhalten, wo immer sie will, ohne Angst haben zu müssen, dass ein Übergriff stattfindet. Gesetzlich gleichgestellt. Wir leben in einem freien Land. Und es sind die Männer, die trotzdem Macht über die Frau versuchen auszuführen. Frauen zu unterwerfen, sie zu unterdrücken, sie zu demütigen und sie auszubeuten. Und dieses Verhalten von den Männern ist auch, würde ich sagen, ein Teil vom Sündefall. In der Bibel heißt ganz am Anfang, nach dem Sündefall, sagt Gott zu Eva, du wirst dich nach deinem Mann sehnen und er wird über dich herrschen. Und dieses sich nach Mann zu sehnen und er wird über dich herrschen, würde ich sagen, ist ein Teil vom Sündefall. Das war in Gottes Schöpfung so nicht vorgesehen. Dass der Mann über die Frau herrscht, gehört nicht zur Schöpfung so dazu. Die Ehe war auf Partnerschaft ausgelegt. Gleichwertig, sich gegenseitig zu unterstützen in der Gabe, die man hat. Der eine hilft dem anderen. Als der Epheserbrief geschrieben wurde, da war das Patriarchat das Gesellschaftsmodell der damaligen Zeit. Der Mann, er war das Oberhaupt in seinem Haushalt, in seinem Oikos, Mägde, Sklave, Knechte, selbst die Frau oder seine Frauen und die Kinder gehörten zu seinem Besitz dazu. Die Frau war Besitz des Mannes. Und der Mann, er war eben der Vorsteher von seinem Oikos, er war der Herrscher
in seiner Familie. Und deshalb stellt sich zunächst mal die Frage, warum schreibt es Paulus überhaupt, dass sich die Frau unterordnen soll? Das war gang und gäbe in dieser Gesellschaft. Warum macht er das überhaupt zum Thema? Jede Frau hat sich unterordnen müssen oder wurde dementsprechend dann auch eingefügt in die Rolle, die sie, haben muss in der Gesellschaft. Ich würde sagen, der neue christliche Glaube gab der Frau einen eigenen Wert. Und viele Frauen nahmen das nämlich hin, unterdrückt zu werden. Und sie rebellierte. Und die Gemeinde damals war ja überzeugt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und ich glaube auch, die Frau hat begriffen, in welcher Freiheit, dass sie in diesem neuen Glaube leben dürfe. So war es eine Freiheit, dass Jesus sie berufen hat. Und so lesen wir in Galater 3, ab Vers 26, ich lese euch ein paar Verse raus, wo Paulus das deutlich macht, wir sind gleich vor Gott. Da heißt, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Mann wie Frau, eins vor Christus, kein Unterschied. Gott nimmt beide an als Nachkomme Abrahams. Es war mit Sicherheit nicht einfach dann in dieser Gesellschaft, die auf die Herrschaft des Mannes aufgebaut war, nun mit Frau umzugehen, die sich dem nicht mehr einordnen können. Was passiert dann in dieser Gesellschaft, wo dieses Prinzip so vorgegeben war? Und ich würde sagen, Paulus spricht jetzt hier kein Machtwort und versucht, die Frau wieder einzuengen und zu unterdrücken in Struktur, die die Frau einzwänge, sondern Paulus macht mit diesem Text nun deutlich, wie eine Ehe funktionieren kann, wie eine Kraft aus funktionierender Ehe hervorgehen kann. Mann und Frau gleichwertig vor Gott, mit unterschiedlichen Aufgaben und Begabungen. Und nun schreibt Paulus einiges, was nun euch Männer betrifft. Nun dürft ihr Männer mal zuhören. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makelloser Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Wir feiern hier Hochzeiten, weil Paare begonnen haben, sich zu lieben. Und sie möchte das öffentlich machen und einfach deutlich machen, wir gehören zusammen, wir wollen gemeinsames Leben leben. Wir wollen unsere Liebe feiern. Und Paulus ist es wichtig, dass diese Liebe langfristig erhalten bleibt in ihrer Ehe. Und Paulus, er versteht diese Liebe auch nicht als Gefühl. Denn oftmals wird Liebe als Gefühl verstanden. Und dann heißt es, wir fühlen nichts mehr füreinander. Wir haben uns auseinandergelebt, da ist nichts mehr da. Keine Liebe. Und Paulus macht klar, Liebe ist mehr als ein Gefühl.
Das Verliebtsein geht irgendwann zu Ende. Hart für alle, die verliebt sind. Diese Art von Liebe, die muss sich verändern. Und diese Art von Liebe geht auch irgendwann mal zu Ende. Es kann sogar sein, dass uns irgendwas nervt am anderen, was uns vorher eigentlich fasziniert hat und angezogen hat. Das Feuer der Liebe kann hier verlöschen und es kann auch verbrannte Erde übrig bleiben. Kann einiges verbrennen. Im Griechischen gibt es sehr unterschiedliche Begriffe für Liebe. Wird auch immer wieder bei Hochzeiten gesagt, genau, es gibt den Begriff Eros und es gibt Agape und noch weitere Begriffe. Und wenn in der Bibel von Liebe gesprochen wird, dann geht es meistens um Agape. Denn Eros ist diese Liebe, die begehrt, die einnehmen möchte, die Verlangen hat und die auch besitzen möchte. Das ist diese Eros-Liebe. Und die ist oftmals beim Verliebtsein da. Ja, ich habe Verlangen, ich begehre den anderen, ich möchte Zeit mit ihm verbringen. Die Liebe, die einfordert, Eros. In Agape geht es jedoch um diese göttliche Liebe. Es ist diese Liebe, die sich hergibt, die sich verschenkt, die eben nicht einfordert. Man kann Liebe nicht einfordern. Man kann Liebe nur verschenken. Man kann Liebe nicht einfordern. Man kann Unterordnung mit Macht durchdrücken. Der andere hat sich einzufügen. Das kann man mit Macht machen. Aber dass jemand einen liebt, kann ich nicht verordnen, nicht verfügen. Liebe verschenkt sich. Das passiert, wenn jemand bereit ist. Deshalb ist Liebe mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ich muss lieben. Ich will Liebe. Ich will dich lieben. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Der Mann hat jedoch oftmals die Kraft, die Frau zu unterdrücken. Aber Mann wie Frau haben nicht die Macht, den anderen aufzufordern, mehr zu lieben. Und so viel kann dann in unseren Ehe falsch laufen. Ehe kann tatsächlich zum Käfig werden, zu einer Kette, vielleicht auch zum Hundehütchen. Ehe kann einengen, kann mich zwingen, kann mir Lebensatem nehmen. Ehe kann heißen, meine Seele wird misshandelt. Passiert alles in unseren Ehe. Befreiung der Ehe und Freiheit in der Ehe geht nur über den Entschluss, ich will dich lieben. Das ist eine Entscheidung. Anders wird es nicht funktionieren. Dieser Entschluss muss passieren. Und Paulus sagt jetzt hier sogar, dieser Entschluss muss vom Mann ausgehen. Der Mann muss beginnen, seine Frau zu lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Sagt Paulus hier ganz deutlich. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich gebe mich keine Tagesträume hin. Ach, wie schöner könnte mein Leben sein. Mit irgendeiner anderen Frau. Nein, ich unterdrücke solche Gedanken. Versuche meine Gedanken ganz klar zu kontrollieren und zu sagen, ich liebe meine Frau. Ich hab ihr mein Ja-Wort gegeben, vor Zeuge und vor Gott. Und in diesem Versprechen halte ich fest, weil ich weiß, dass Gott sein Ja für meine Ehe gegeben hat. Ich war hier und Gott hat sein Ja uns zugesprochen. Und deswegen halte ich an meiner Ehe fest. In stürmischen Zeiten wie in sonnigen Zeiten. Ich halte an meinem Ja fest. Und ich sage mir immer wieder neu, ich will meine Frau lieben und ich liebe meine Frau. Das ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Jesus ging nicht aus dem Gefühl heraus ans Kreuz. Er ging aus Liebe und aus einer Entscheidung heraus ans Kreuz. Und wenn man über Liebe nachdenkt, dann muss dieser Text noch kommen, 1. Korinther 13. Was ist Liebe und wie stellt Paulus Liebe vor? Und dieser Text beschreibt eigentlich Jesus. So ist Jesus. Das ist das Vorbild für Liebe. Das heißt, 1. Korinther 13, ab Vers 4. Männer, hört zu. Das ist Liebe. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich.
Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Liebe, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist ein Bild von Jesus. Er ist die Liebe, so heißt es. Gott ist die Liebe. Und es muss als Männer unser Vorbild sein, so zu lieben, auch wenn man dem weit hinterher hingeht. Aber das ist das Ideal für uns Männer. Ihr Männer, liebt ihr eure Frau? Ich will was hören. Ihr Männer, ihr Frauen, wisst ihr euch geliebt? Nicht fühlt ihr euch geliebt, wisst ihr euch geliebt? Die Grundlage, dass es klappen kann. Ihr Männer, liebt eure Frau und ihr Frau, wisst ihr euch geliebt? Wir müssen natürlich für unsere Bestätigung, Mann zu sein, nicht bei unserer Frau holen. Die können das fehlende Puzzleteil uns nicht füllen. Wir müssen dieses fehlende Teil bei Gott holen, unsere Identität als Mann bei Gott holen, nicht bei unserer Frau. Die Basis für eine gesunde christliche Ehe ist Jesus Christus. So wie Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer ganz engen Verbindung lebt, so macht Paulus klar, genauso eng muss Mann und Frau in einer Verbindung leben. Und genauso soll auch die Ehe Sinnbild für die Gemeinde werden und die Gemeinde Sinnbild für unsere Ehe. Paulus versucht klarzumachen, wenn eine Frau weiß, dass der Mann versucht, das zu tun, was Gott von ihm möchte, wenn ein Mann darum ringt, in seiner Familie das zu tun, was Gott möchte von ihm, und er spricht mit seiner Frau darüber und sagt, ich habe gebetet darüber, ich wollte die Entscheidung so treffen, wie Gott es möchte von seiner Familie, was ist das Beste für uns als Familie, dann wird die Frau das akzeptieren. Sie wird sich darüber freuen, wenn der Mann nach Gottes Wille ringt. Das, was Jesus für seine Gemeinde getan hat, wenn das die Motivation ist, für uns Männer das Gleiche für unsere Familie zu tun, dann würde die Frau gerne mitgehen, das gerne nachvollziehen. Wenn meine Familie für mich genau das Gleiche wird wie die Gemeinde für Jesus und in meiner Prioritätenliste so weit oben steht, dann werde ich Heilung erleben in der Familie. Und ich merke oft, dass meine Familie eben nicht ganz oben steht, dass oftmals andere Dinge mir wichtiger werden. Aber wenn meine Familie diesen Stellenwert bekommt, wie die Gemeinde für Jesus, wow, was passiert dann mit unseren Familien, mit unseren Ehen? Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Jesus gibt sein Leben für seine Gemeinde. Und wir Männer, sind wir bereit, alles zu geben für unsere Familie? Alles. Jesus missbraucht seine Macht nicht, um seine Gemeinde für irgendwelche Zwecke einzusetzen. Und genauso wenig dürfen wir Männer unsere Familie missbrauchen für unsere Zwecke. Wer seine Frau liebt, zeigt darin, dass er gelernt hat, auch sich selbst und seine Umstände zu lieben, sagt Paulus. Wer sich selbst ablehnt, wer sich selbst hasst, der kann seine Frau nicht lieben. Und umgekehrt noch, wer seine Frau sogar hasst, sie demütigt, über sie herrscht, der hasst sich selbst. Fühlt sich vielleicht schnell angegriffen. Paulus sagt, wenn man selber Sorge trägt für seinen Körper, sich selbst liebt, nur dann kann man seine Frau lieben. Aber wer sich selber hasst, mit seinem Leben selber nicht klarkommt, ist fast unmöglich, dass der seine Frau liebt. Zuerst muss jemand anfangen, ein Mann anfangen, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben, damit er seine Frau lieben kann. Es geht in diesem Text definitiv um Familie in christliche Gemeinde. Es ist kein Text, wo alle Frauen, alle Männer so betrifft, wie ich sage. Viele können das gar nicht lieben. Ich glaube, mir braucht die Kraft Gottes dazu.
Aber Paulus macht deutlich, so kann es funktionieren. So kann Ehe funktionieren und Familie funktionieren nach diesem Prinzip. Diese Unterordnung hat somit nichts mit Macht zu tun, da Jesus Christus seine Gemeinde nicht mit Macht aufbaut. Diese Unterordnung hat was mit Respektieren zu tun. In dem Buch Liebe und Respekt habe einige von euch schon gelesen, von dem gehe ich aus. Wer nicht, darf es gerne noch lesen. Da wird eben dieser Bibeltext als Grundlage verwendet für dieses Prinzip. Und es wird deutlich gemacht mit dem Schaubild. Ich habe es versucht, in einer kleinen Skizze euch das nochmal darzustellen. Ich hoffe, man kann es lesen. Es ist zwei Kreise, die er aufzeigt. Zum einen der Teufelskreis des Ehewahnsinns. Eheleute wissen, was es heißt, dieser Teufelskreis des Ehewahnsinns, weil den erleben wir alle immer mal wieder. Kleinigkeit und es geht los. Er fängt an zu drehen. Und er geht eben so, dieser Teufelskreis. Ohne Liebe. Mann empfindet keine Liebe für seine Frau, reagiert sie ohne Respekt. Wenn er keinen Respekt bekommt, reagiert er ohne Liebe. Und wenn sie keine Liebe bekommt, reagiert sie respektlos bis hin zur Verachtung. Und wenn der Mann verachtet wird, entzieht er die Liebe. Er zieht sich zurück, gibt ihr keine Liebe mehr und sie respektiert ihn nicht mehr. Und Emerson Eggerix, der schreibt eben in Liebe und Respekt, dass das der Teufelskreis ist, unter dem so viele Ehe leiden. Und dann der zweite Kreis, der Segenskreis einer kraftvollen Ehe. Seine Liebe ist Motivation für sie und sie respektiert ihn. Und ihre Achtung, ihren Respekt motiviert ihn wiederum, sie zu lieben. Und ihre Liebe wiederum motiviert ihn, die Liebe von ihm motiviert sie, ihn zu respektieren und dieser Respekt motiviert ihn wieder, sie zu lieben. Wieder ein Kreis, ein Segenskreis. Und dieses Prinzip, was Paulus hier darstellt, ist eben dieser Segenskreis gesunder Ehe. Liebe und Respekt. Das hört sich in der Theorie so gut an. Und im Alltag manchmal so schwierig zum Leben, aber steckt so viel Wahrheit darin. Denn es heißt für beide Einsatz. Es passiert nicht von alleine. Liebe passiert nicht von alleine. Respektieren passiert auch nicht von alleine. Das ist Einsatz für Männer wie für Frauen. Und unsere Ehe sind alle bedroht. Ehepaare leben sich ständig auseinander. Unser Alltag hat oftmals so wenig mit unseren Familien zu tun. Und da kommen Sehnsüchte, aus dieser Ehe vielleicht auszubrechen, Träume und ganz oft bleibt ein Scherberhaufen zurück. Deshalb ist Ehearbeit, leider, ist nicht die gute Nachricht, Ehe ist Arbeit. Aber wenn man sie richtig, diese Arbeit einsetzt, wird unsere Ehe starke, glückliche, kraftvolle Ehe sein. Eine gesunde Ehe hat Kraft. Eine gesunde Ehe hat Kraft, Lebensveränderung, positive Einfluss zu nehmen und eine Heimat zu bieten für Kinder, dass sie gesund aufwachsen können und zu starken Persönlichkeiten werden. Deshalb, ihr Männer, wir müssen uns immer wieder für Liebe entscheiden. Selbst wenn wir den Eindruck haben, unsere Frau hat es gerade nicht verdient, fängt es bei uns an. Wir beginnen unsere Frau zu lieben. Und ihr Frau, ihr beginnt vielleicht heute ganz neu, eure Männer zu respektieren. Und versucht diesen Kreislauf des Segens einzuschlagen. Und ich kann euch versprechen, eure Ehe werdet davon profitieren. Und was ihr alle braucht in euren Ehenbeziehungen, ihr braucht Spaß miteinander. Ihr braucht Humor. Ihr müsst lachen können miteinander, über euch selbst, miteinander über den anderen. Es tut gut und ich wünsche euch, dass so unsere Ehe wirklich gestärkt wird in unserer Gemeinde. Ich möchte nochmal beten. Wer möchte, darf gerne aufstehen dazu.
Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Text, wenn er auch herausfordernd ist und wir das manchmal gar nicht hören wollen. Aber ich danke dir, dass wir in unserer Gesellschaft Mann wie Frau gleich sind und gleichwertig, wenn auch unterschiedlich begabt. Und Jesus, du siehst unsere Ehe und du siehst auch Ehe, die gerade vielleicht stürmische Zeiten erleben. Du siehst, wo wir am Kämpfen sind. Du siehst auch, wo der eine oder andere vielleicht sogar aussteigen möchte aus dieser Ehe, wo man keine gemeinsame Perspektive mehr hat. Jesus, ich kann nur darum beten, dass du Heilung bringst, dass du Heilung reinlegst in die Ehe. Und ich möchte beten, dass jede Ehe auch hier in der Gemeinde zu einer schönen Ehe werden kann, zu einer kraftvollen Ehe, zum Ort, wo Kinder in Friede aufwachsen können. Und so beten wir einfach, Herr, erbarm dich über unsere Ehe und mach sie schön. Und lass uns diese Liebe, Jesus, die du hast für deine Gemeinde, dass wir diese Liebe wirklich auch haben dürfen füreinander in unseren Ehenbeziehungen. Danke für diesen Text, der herausfordernd ist, und ich bete, dass er noch tief gehen kann, wenn wir darüber nachdenken. Amen.